Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Assassin's Creed Revelations. Und es ist damit auch wirklich die letzte Folge, die nachvertont wird. Also nach dieser Folge, also bei der nächsten, habt ihr endlich den alten Alex wieder und... geil, überbringen gemischter Nachrichten. Ezio hat den Standort der Templerarmee entdeckt, aber dabei einen Unschuldigen getötet. Sprechen Sie mit Süleyman über diese Tragödie. Vor der Synchronisation niemand töten. Das geht natürlich perfekt los, weil ich gerade mitten im Sprung bin und versuche, diesen Kerl zu töten. Aber das Spiel ist gnädig und bricht es ab und ich muss dann ganz schnell mal weg. Ich hab's zuerst noch überlebt, so, oh Gott, verdammt, habe ich das jetzt schon versaut? Aber sieht nicht so aus. Und vor allem jetzt muss ich heimlich eindringen, dabei wurde ich jetzt gerade schon entdeckt. Habe ich eigentlich ziemlich Glück gehabt. Glück im Unglück, wie man so schön sagt. Zuerst wollte ich den Kerl töten, doch dann ist mir eingefallen, ach ja, da war ja was, niemanden töten. Und von daher muss mal wieder ein bisschen Sneaky-Sneaky-Schleich-Action gestartet werden. Und ich merke schon, oh Gott, überall Wachen. Aber kurz gesehen werden ist ja nicht weiter problematisch, weil solange man immerhin schnell genug wieder wegkommt, dann geht das eigentlich. Und zwar so geht das. Einfach die Dächer nutzen. Es ist zwar immerhin der unglaublich stark bewachte Topkapi-Palast und so, aber trotzdem ist auf den Dächern einfach ein bisschen weniger los. Und vor allem sind hier jede Menge Dächer vorhanden, was natürlich das Rumschleichen etwas erleichtert. Die Wache links hat mich ein bisschen gesehen, aber es geht ja noch. Und das Ziel ist sowieso schon in greifbare Nähe gerückt, von daher dürfte jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen. Und seht ihr, perfekt. So, Süleyman. Tadik war kein Verräter, Süleyman. Auch er war ein Feind der Byzantiner. Was? Dann habt ihr... Es tut mir leid. Gott vergib mir. Ich hätte nicht vorschnell urteilen dürfen. Er blieb eurem Großvater treu bis zum Ende. Und durch seine Bemühungen haben wir die Mittel, eure Stadt zu retten. Ach, Tarik, wäre er doch nicht so verschwiegen gewesen. Eine schreckliche Art, Gutes zu tun. Die Waffen sind jetzt in Kappadoce. Könnt ihr mich hinbringen? Ja, natürlich. Ich werde ein Schiff für euch vor... Süleyman! Süleyman! Man stellte mir eine Falle und ich sah wie ein Verräter aus. Kennst du noch Tarik, den Janitscharen? Mit dem ihr euch gestritten habt? Er wurde ermordet. Es ist bekannt, dass wir uns überworfen hatten. Jetzt werden die Janitscharen mich verantwortlich machen. Welch schreckliche Neuigkeiten. Wenn mein Vater davon erfährt, lässt er mich aus der Stadt verbannen. Oh, vergib mir, Neffe. Ich wusste nicht, dass du einen Gast hast. Das ist Marcello, einer meiner europäischen Berater in Kefe. Buonasera. Na klar. Marcello, mein Neffe und ich haben private Angelegenheiten zu besprechen. Wie gesagt, ein Schiff wird auf euch warten, wenn ihr abreisen wollt. Grazie, mio principe. Wir werden den Schuldigen für dieses Verbrechen finden, Onkel. Habt Geduld. Puh, wenn der Onkel wüsste, was eigentlich wirklich passiert ist. Und natürlich, Marcello, ein Typ aus Italien. Ein Händler wahrscheinlich, ist klar. Händler haben auch immer Armbrüste und Bastardschwerter bei sich, ne? Ist ja normal. Naja, Hauptsache es hat funktioniert und, oh, ich merke schon. Es ist manchmal gar nicht so leicht, dann denke ich mir, ah, komm, einfach schnell weg, das klappt schon. Und, voilà. Ja, komm, mach einfach den Sprung. Ideal. Und ich habe auch niemanden getötet. Was ehrlich gesagt schon eigentlich mal eine Ausnahme ist, ne? Weil töten macht's komischerweise meistens leichter, unentdeckt zu bleiben. Traurig eigentlich. Aber vor allem, da er gerade eben schon einen Unschuldigen getötet hat, bietet es sich an, dass er danach erstmal niemanden tötet, wenn es nicht sein muss. Und zum Glück ist man nach dieser Hauptmission, wie ich es angenommen hatte, wieder geheim, was natürlich das etwas angenehmer macht, durch die Stadt zu laufen.
Und dann schaue ich mich ein bisschen auf der Karte um, denn das nächste Auftragsziel ist zwar direkt vorgegeben, das steht genau sogar vor mir. Allerdings ist die Tatsache, dass ich nicht weiß, wenn ich diese Mission jetzt mache, vielleicht ist dann die Hauptstory beendet. Ich war mir unsicher, weil wenn es schon nach Kappadokia geht und ich die Byzantiner auslöschen soll, das klingt alles so ein bisschen nach Endgame und naja, ich wollte das Risiko nicht eingehen und dachte mir, nee, machst du doch lieber erst nochmal eine Assassini-Mission. Was habe ich getan? Vergebt mir, bitte! Nein, du hast gar nichts getan, außer mir im Weg zu stehen. Schwerwiegend genug eigentlich, aber naja. Manchmal bin ich ja gütig. Und ich mache mal wieder Sachen, die absolut keinen Sinn ergeben. Aber da habe ich, glaube ich, an der Stelle auch wirklich eine Sache angesprochen, die mir bei Revelation ziemlich aufgefallen ist. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass die Steuerung ein bisschen anders war als in den anderen Teilen zuvor. Sie wurde irgendwie empfindlicher und fehleranfälliger, weil voll oft habe ich einfach Sachen ausführen wollen, so wie ich schon immer gewöhnt war in den SSG-Teilen. Und dann war es dann doch anders. Und hier laufe ich fast in der Kanalisation vorbei, auch nicht schlecht. Irgendwie, es passieren viel öfter Fehler, obwohl ich eigentlich genauso die Steuerung benutze wie auch zuvor immer. Vielleicht habe ich einfach wirklich nur mittlerweile Problematiken mit dem Xbox-Controller bekommen, ganz plötzlich. Was mich aber stark wundern würde, ehrlich gesagt. Also, ja, generell, Revelation ist eine seltsame Umsetzung, was das Technische angeht. Storymäßig kann ich mich nicht beschweren. So, dann habe ich mal kurz gecheckt, wo muss ich lang? Nordosten, also Nordosten. Ach genau, und da sehe ich dieses Symbol und überlege, woher kenne ich das denn? Goldener Adler. Also goldener Hintergrund und ein zweiköpfiger Adler vor allem. Das ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, eigentlich das Wappen des Byzantinischen Reiches. Ja, dieser zweiköpfige Adler kommt mir nämlich stark bekannt vor und da hatte ich dann eine kleine historische Geschichtsstunde mal wieder. Aber ich habe meine jetzt in der Nachvertonung ja schon letztes Mal extrem lange durchgezogen. Oder, nee, vorletztes Mal, entschuldigt. Wo ich über hier, welcher Kaiser war es nochmal, über den ich gesprochen habe? Otto, ne? Ich glaube, über Otto habe ich gesprochen, ja. Von daher möchte ich euch diesmal nicht wieder voll labern müssen, geht nicht mehr. Aber das hat bei dem vorletzten Mal auch gepasst, denn in dieser Folge ist einfach nichts Großes passiert. Dann dachte ich mir, irgendwas Interessantes musst du ja erzählen, wenn schon wirklich nichts Interessantes passiert. So, weil ich habe da ja bloß ein paar Assassinen-Missionen verteilt, ein paar Läden gekauft und sowas. Also nichts Oberspannendes. Aber nun, eine neue Assassinen-Mission. Der Hüter, Teil 1. Untersuchen Sie, warum die Templer in diesem Bezirk ihren Einfluss aufrechterhalten können, während der Infiltration keinen offenen Konflikt auslösen. Buongiorno. Wie gefällt euch euer neuer Posten? Ich tue mein Bestes, Mentor. Doch es ist nicht einfach, einen gefährdeten Bezirk zu überwachen. Gefährdet? Was ist geschehen? Trotz unserer Anwesenheit hat das Geld der Templer großen Einfluss hier. Die meisten Händler lassen sich immer noch bestechen. Damnatione. Wir sollten mit den Leuten reden, um ein Gefühl für ihre Lage zu entwickeln. Vieni. Die meisten der Händler, die ihre Loyalität verkauften, sind Griechen. Und ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich sie verstehe. Und schon kriegen wir ein Problem mit irgendwelchen byzantinischen Soldaten. Was soll das denn auf einmal? Dann seid ihr ein besserer Bürger als die meisten, Effendi. Wir können nicht erwarten, dass die Menschen sich damit anfreunden, erobert zu werden. Aber ebenso wie sie das Recht haben, Respekt von den Osmanen einzufordern, sind die Byzantiner verpflichtet, Unschuldige zu schonen. Es ist ein gewagter Balanceakt. Und es sollte uns nicht überraschen, wenn wir ab und zu ins Wanken geraten. Und irgendwie haben es die Byzantiner diesmal wirklich hardcore auf uns abgesehen, in dieser Mission, warum auch immer. Und irgendwann komme ich auch mal drauf, ja, treten, dann geht's auch ganz leicht. Ich fand's auch übrigens vorhin ziemlich geil, dass er zuerst behauptet, na, jawohl, so geht das. Ihr seid ein besserer Bürger als die meisten und das, nachdem sie gerade zwei Wachen abgeschlachtet haben. Ne, ist schon leicht ironisch. Gott, beschütze mich. So, dann untersuchen wir mal den Markt und wollen doch mal rausfinden, was die Byzantiner hier treiben, dass die plötzlich so einen großen Rückhalt haben bei den Händlern. Möge der Vater des Verstehens dich leiten. Ein beeindruckender Umsatz für einen Tag. Was geht es euch an, wie schnell ich mein Geld verdiene, hä? Ich kümmere mich um meine Nachbarn und sie sich um mich.
Mieses Arschloch. Und er ist ziemlich riskant. Odai Dunkers, das ist der Kerl, der gerade weggelaufen ist. Wer ist das denn? Als Cousin des ersten Sultans des Sultanats von Sanaa, mit welchem er sich jedoch zerstritten hatte, hegte Odai Dunkers eine tiefe Abscheu gegen Monarchen, die sich auf ein göttliches Mandat beriefen. Also eigentlich sowas wie byzantinische Kaiser. Nachdem er von seiner eigenen Familie im Jahr 1505 aus Ostafrika vertrieben worden war, reiste er genau nach Alexandria. Als selbsternannter Hüter der Wahrheit trat er dem Tendlerorden bei, um diese Weltanschauung Realität werden zu lassen. Ja, nachdem er die weltlich orientierte Templer-Ideologie kennen und schätzen lernte. Huh. Also definitiv ein Templer und damit definitiv unser Feind. Den werden wir nochmal wieder treffen. Aber jetzt erstmal weiter nach Hinweisen suchen. Wie seid ihr nur an eine solche Summe Geld gekommen? Wo habt ihr eure Manieren gelernt, Italiener? Am Hof der Borgia? Verlasst mein Geschäft! Am Hof der Borgia? Ja, schon ein. Da habe ich ein paar Manieren gelernt, das stimmt wohl. Ich weiß, man kann bei den Borgia eigentlich nicht von Manieren reden. Das ist beeindruckend. Möge Gottes Licht auf euch herabscheinen. Auch er bekam eine große Summe. Wie? Indem ich meine Nachbarn ehre und nicht an die Osmanen. Anscheinend sind alle ein bisschen bestochen worden. Und ich soll mit dem ersten Händler reden. Ist das dann der oberste Händler? Salut, wahrscheinlich, ne? Vergebt mir, wenn ich frage, aber das Zeichen auf dieser Truhe, was bedeutet das? Das? Das ist das Siegel von Theodorus Komnenos. Also ist er euer Wohltäter. Wohltäter? Ohi, er ist mein Freund, mein Landsmann und einer der reichsten Männer dieses Bezirks, außer unseren neuen Herren. Natürlich, grazie. Was glaubt ihr? Sollten wir Theodorus einen Besuch abstatten? Ich will keinen Kampf beginnen, den wir nicht rechtfertigen können. Ich auch nicht. Und wenn wir Blutvergießen vermeiden können, werden wir es tun. Doch wenn die Templer dahinter stecken, haben wir kaum eine Wahl. Wie immer, wenn die Templer dahinter stecken, dann müssen wir halt töten. Also müssen wir mal zu diesem Theodorus, oder wie der gerade hieß. Ich habe den Namen schon fast wieder vergessen. Und wie immer habe ich immer noch nicht erlernt, so richtig durch Menschenmassen zu rennen. Sollte ich langsam mal gelernt haben, ne? Es ist schließlich schon der vierte Assassin's Creed-Teil, den ich nun in Folge spiele. Und das ist also mein Meister-Assassine. Er schafft es kaum, einen Sims hochzuklettern, verdammt nochmal. Mal gucken, ob er sich jetzt weiterhin dämlich anstellt. Und ihn interessiert anscheinend diese Wache da hinten auch nicht wirklich. Darf ich wieder alles erledigen? Natürlich. So. Mal schauen, was er für einen seltsamen Weg hier einschlägt. Aha, also jetzt doch hier hoch. Und nu? Das ist wirklich ein seltsamer Weg. Und natürlich rennt er genau in die nächstbeste Wache. Was macht er da eigentlich? Na gut, das hätten wir auch erledigt. Und nu? Sehr gut. Und da überlege ich noch und warte, ob er nicht in die Richtung läuft, dass ich einfach diesen Seil runterrutschen könnte, aber scheinbar doch nicht. Ja, Ferenc Tollweil scheint nicht gerade einer meiner allerbesten Rekruten zu sein, weil die Wege, die er einschickt und das Tempo dabei sind seltsam. Meine Fresse! Kommt, tun wir es. Okay, jetzt beginnt also die Infiltration dieses Besitzes. Und ich weiß nicht, was ich da eigentlich vorhabe. Geil, erst kritisiere ich den einen und mache dann selber so eine dämliche Aktion. Naja, egal. 10.000 Aktien sind nicht genug? Hat er das wirklich gesagt? Glaubt er, ich bin ein Goldesel? Es liegt Eskorte wird angegriffen. Oh. Und ich dachte mir, ach komm, scheiß drauf, mach einfach mit der Mission weiter, dann wird er schon gleich folgen. Theodorus, buongiorno. Wer seid ihr? Ihr wart recht freigebig mit eurem Geld kürzlich. Und die Assassinen fragen sich, was euch eure Großzügigkeit einbringen mag. Assassinen? Ihr? Ihr beide? Ruhig, Effendim. Wir kommen in Frieden. Ich will nicht sterben. Bitte, verschont meine arme Seele. Die Templer haben mich bestochen. Ich habe ein gutes Herz. Passt gut auf ihn auf. Wenn er wieder bei Sinnen ist, werden wir reden. Ja, der Kerl scheint ein bisschen durch den Wind zu sein, eindeutig.
Und wir haben sogar volle Synchronisation erreicht. Das war klasse. Ja, und wie wir sehen, mittlerweile sind sämtliche byzantinischen Wachen ziemlich geil auf Assassinenblut. Und ich denke mir, hey, die beiden mache ich fertig und rede davon noch, dass diese lilane Farbe typisch zum byzantinischen Wappen gehört. Dann denke ich so, okay, euch beide mache ich fertig. Und was macht Ezio? Schnappt sich den armen Kerl da vorne. Was auch immer diese Aktion sollte, das meine ich mit der Steuerung. Ist es nicht logisch, dass ich eher eigentlich gerade diese beiden Wachen erledigen wollte? Naja. Was auch immer. Und dann, was mache ich eigentlich noch am Ende dieser Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, anscheinend weiß ich zu dem Zeitpunkt selber nicht so genau und gucke nach, ob es noch eine Mission gibt. Ja. Läden gibt es nicht mehr zu kaufen, von daher. Ja, nächste Meisterassassinen-Mission. Hätte ich mir fast denken können. Doch dann fällt mein Blick wahrscheinlich doch irgendwann mal auf die Uhr und ich denke mir, eigentlich muss ich die Folge beenden. Und dann bin ich so clever und denke mir, hey, ich kann ja schon mal in die Nähe des Ortes gehen, was im Endeffekt eigentlich gar nicht viel bringen wird. Schließlich, wenn ich das Spiel danach dann beendet habe, dann starte ich eh wieder ganz woanders. Ja, genau, und das merke ich jetzt auch an der Stelle und deswegen möchte ich die Folge beenden, aber ich möchte dabei stehen und nicht kauern. Also stelle ich mich einfach hier in diesen schönen Lichteffekt rein und sage wie immer, mein Name ist Alex, bis dann!